Kapitalismus gehört auch der Kampf gegen die patriarchale Unterdrückung. Der Kapitalismus hat derzeit ein massives Reputationsproblem. Und so müssen sich die G20 nach eigener Aussage stärker darum bemühen, die konkreten Vorteile von globalem Welthandel einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Dafür eignet sich ein bisschen Gleichstellungsrhetorik wohl ganz gut. Und so wurden bereits im April beim Women 20-Treffen in Berlin die Weichen dafür gestellt, mehr Frauen in Lohnarbeit zu bringen. Dies soll dazu dienen, das globale Wirtschaftswachstum zu steigern. Dabei hat die neoliberale und neokoloniale Politik der G20 selbst massiv zur Verarmung von Frauen im globalen Süden und zu mehr sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit weltweit beigetragen. Austeritätsprogramme unter neoliberalen Vorzeichen sollen auch weiterhin die Politik der G20 dominieren. Dabei wird die Feminisierung der Armut durch Privatisierungswellen und den Abbau sozialer Daseinsvorsorge fortgeschrieben. Frauen sollen also wieder mal als Stoßdämpfer der Globalisierung herhalten. Vor diesem Hintergrund ist es eine Farce, wenn Christine Lagarde, selbsternannte Feministin und Chefin des Internationalen Währungsfonds, beim Women 20-Treffen in Berlin betont, dass Frauen keine Bedrohung seien, sondern positiv zum gesellschaftlichen Wohl beitragen. Da Frauen weltweit mehr als dreimal so viel unbezahlte Arbeit als Männer leisten, ist das auch kein Wunder. Was Lagarde verschweigt, ist, dass der Kapitalismus genau von dieser unbezahlten Arbeit abhängig ist, um weiter zu bestehen. Ausbeutung und Ungleichheit sind kein Betriebsunfall, sondern die Basis der G20-Politik. Daran ändert auch ein bisschen Gleichstellungsrhetorik nichts. Uns kotzt es an, dass Feminismus dazu herhalten soll, die kapitalistische Verwertungsmaschine am Laufen zu halten. Es kotzt uns an, dass nach all den Jahren staatlich verordneten Feminismus immer noch Frauen den Großteil der Sorgearbeit übernehmen müssen. Wenn durch die G20 Frauenquoten oder Beschäftigungsstrategien eingeführt werden, damit ein paar mehr privilegierte Frauen im Hamsterrad der Lohnarbeitstristesse mitmachen dürfen,